Herzlich willkommen zum Daily Dog Talking. Kennst du auch solche Hunde, die auf dem Spaziergang einfach nicht ansprechbar sind? Die, wenn du mit denen zum Beispiel im Wald unterwegs bist oder in Feld und Flur, die Nase am Boden haben und wie ein Staubsauger alle Gerüche in sich aufsaugen, die du ständig ermahnen musst, dass sie nicht vorlaufen, die ihre Aufmerksamkeit überall haben, aber nicht bei dir. Die sind echt anstrengend, solche Hunde. Das ist wirklich nervig, weil keine Korrektur hilft. Nichts scheint zu helfen, dass die Hunde leinenführig werden und dass die Hunde ihre Orientierung zu Menschen richten und einfach nur entspannt nebenher laufen. Mit solchen Hunden unterwegs zu sein, ist extrem anstrengend, nervig. Man verliert die Lust daran und ja, es gibt auch super viel sozialen Stress, weil man irgendwie ständig versucht, auf diesen Hund Einfluss zu nehmen. Er möge doch bitte aufhören mit dieser Schnupperei. Vielleicht hast du auch einen Hund, der nicht nur rumschnuppert, sondern der dann auch noch irgendwelchen Unrat findet und frisst, auch inhaliert wie ein Staubsauger. So das typische Labrador-Syndrom. Der Hund findet irgendeinen Kothaufen von der Katze, von einem Reh, von einem Hasen, was auch immer, und weg ist es. Ja, das hängt miteinander zusammen, diese beiden Dinge. Auch Hunde, die super hektisch Gras fressen, zum Beispiel auf so einem Spaziergang, die die ganze Zeit eigentlich nur im Kopf haben, mit der Nase irgendwas zu finden, was sie dann fressen können, ist die gleiche Problematik, die dem zugrunde liegt. Es kann nämlich sein, und das ist gar nicht so selten der Fall, dass dein Hund komplett überfordert ist mit der Gesamtsituation. Bei manchen Hunden geht es dann auch noch so weit, dass wenn man die dann korrigiert, die sich dann gegen ihren Besitzer richten, dass sie dann in die Leine beißen, dass sie am Besitzer hochspringen, dass sie den verbellen, dass sie den anknurren, dass sie irgendetwas machen, hektisch werden, versuchen wegzukommen vom Besitzer, was auch immer, einen Ausraster bekommen. Das ist dann die Spitze der Überforderung, wo der Hund nicht mehr weiß, wohin mit sich. Ja, was liegt dem jetzt zugrunde ursächlich? Überforderungssituationen entstehen immer dann, wenn der Hund in einer Situation ist, für die er kein Konstrukt hat, die ihn überfordert. Er hat keine Resilienz für diese Situation. Und das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht hat er diese Situation noch nie erlebt. Und ja, auch wenn er schon mal in diesem Wald war, wo du mit deinem Hund unterwegs bist, der Wald ist neu, jeden Tag neu, jeden Moment neu. Weil der Wald oder die Strecke oder der Platz, an dem du eigentlich schon ein paar Mal warst, sich verändert hat von gestern auf heute, von letzter Woche zu heute. Das heißt, nur weil der Ort bekannt ist, ist nicht die Information bekannt, die dieser Ort bereithält. Ganz, ganz wichtig. Also, vielleicht hat der Hund einfach nicht gelernt, in seiner dafür sensiblen Phase im Junghundealter, im Welpenalter, mit bestimmten Dingen umzugehen. Vielleicht kennt er das einfach nicht. Und vielleicht kennt er auch nur einzelne Elemente aus diesem Bereich, aber nicht grundsätzlich die gemeinsame Auseinandersetzung mit dir, mit der Umwelt. Vielleicht ist er immer alleine unterwegs gewesen. Also alleine im Sinne von, du hast an der Leine gehangen und dein Hund hat sich mit der Umwelt auseinandergesetzt. Vielleicht ist er aber auch in dieser Zeit seiner sensiblen Phase gar nicht konfrontiert worden mit irgendwelchen Umweltreizen, weil du ihn vielleicht als gebrauchten Zweithund übernommen hast. Was auch immer. Also meistens ist mangelnde Erfahrung die Ursache dafür und man erkennt es daran, dass der Hund dann mit einzelnen Elementen extrem ängstlich umgeht, dass der Hund Flucht auf dem Schirm hat als Lösungsmöglichkeit, dass er vielleicht irgendwelche Dinge anbellt, dass er an der Leine zieht, weil er schnell aus der Situation raus möchte. All diese Dinge dienen dazu, sich nicht auseinanderzusetzen mit der Situation, sondern Flucht zu wählen und rauszugehen. Das ist erstmal besser als anzugreifen, aber Flucht heißt, ich meide eine Situation und dann kann ich auch nicht lernen, dass von dieser Situation vielleicht gar keine Gefahr ausgeht. Also muss das Ziel sein, und da komme ich jetzt zu meiner Empfehlung, wie gehe ich mit so einem Hund um? Punkt 1, verstehe, dass Grasfressen, Schnuppern und diese Dinge dazugehören, dass dein Hund zeigt, dass er überfordert ist. Das ist der erste wichtigste Schritt, weil jede Maßregelung zeigt, dass du deinen Hund nicht verstehst. Also wenn dein Hund an der Leine zieht, wenn er sich wegschnuppert, dann sorgt er dafür, dass er
gefühlt Endorphine ausschütten kann, weil das ist so wie beim Spaziergang eine Zigarette rauchen, wenn man gerade ein anstrengendes Gespräch hat beim Spaziergang. Das heißt, dein Hund sorgt für eine Endorphinausschüttung, die ihn beruhigt, die ihn entspannen lässt. Und diese Endorphinausschüttung hat er, weil er Stress hat, weil er überfordert ist. Und er sucht jetzt nach einer Möglichkeit, dass es ihm besser geht. Und dann hilft um die Ecke schnuppern, also sich fest schnuppern an etwas. Etwas fressen, weil Kauen auch entspannt. Also alle Dinge, die dann aus dem Nahrungserwerb kommen, sind ja mit Endorphinausschüttungen vergesellschaftet. Je nach Rasse, Zugehörigkeit kann das auch sein, dass der Hund ins massive Jagdverhalten geht, also ins Hetzen kommt. Es kann aber auch sein, dass er heftig in irgendwas reinbeißt, weil das seine genetische Bestimmung ist, wie zum Beispiel bei Terriern. Das bedeutet, an dem Verhalten, was der Hund zeigt, erkenne ich seine Überforderung. Und Überforderung ist das Ergebnis von mangelnder Resilienz, weil der Hund sich nicht auseinandersetzen konnte oder sich nicht mit der Situation auseinandergesetzt hat. Was ist also zu tun? Du musst nacharbeiten. Du musst das tun, was du in der sensiblen Phase nicht gemacht hast. Du musst deinem Hund Gelegenheiten geben, Zeit und Raum, sich in Ruhe auseinanderzusetzen mit diesen einzelnen Reizen. Nicht mit dem Hund an der Leinenführigkeit arbeiten, nicht mit dem durch die Gegend rennen, sondern Stück für Stück, ganz kleinschrittig, dich von zu Hause vorarbeiten in die Umwelt, vielleicht in deinem Garten anfangen, wo auch immer dann diese Problematik im ersten Moment auftaucht. Nicht gleich rausgehen und den Hund weiter überfordern, das bringt nichts. Das steigert sich immer nur weiter rein. Wenn du irgendwann mit deinem Hund entspannt an der Leine unterwegs sein willst, in der Umwelt, in Feld, Wald, Flur, dann ist es unglaublich wichtig, dass du danach arbeitest. Vielleicht hat dein Hund aber auch in der Stadt genau dieses Problem. Wenn er auf dem Land geboren ist, dann hat er bestimmte Elemente aus der Stadt nicht kennengelernt, dann musst du entsprechend in der Stadt nacharbeiten. Aber bitte kleinschrittig, nicht überfordern, nicht mit dem Hund gleich durch die Fußgängerzone rennen am Samstagnachmittag, sondern erstmal aus der Sicherheit des Autos heraus beobachten lassen, dann kleinschrittig Stück für Stück in diese Umwelt gehen, selber aktiv Erkundungsverhalten zeigen, selber als Mensch mit der Umwelt beschäftigt sein, immer wieder stoppen, immer wieder gucken lassen, immer wieder innehalten und deinem Hund erklären, dass diese Welt nicht gefährlich für ihn ist und dass er sich auf deine Bewertung dieser Umgebung verlassen kann. Deine Bewertung ist maßgeblich für den Hund. Dafür muss er aber erstmal lernen, dass du auch kompetent bist und ihn eben nicht überforderst, sondern ihn da abholst, wo er steht. Und dann Stück für Stück mitnimmst. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich sehe einen Haufen überforderter Hunde, weil unser Alltag so schnelllebig ist und wir einfach von den Hunden zu viel erwarten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du es likest und vor allen Dingen, wenn du es teilst. Also schick den Leuten dieses Video mit einem eigenen Kommentar von dir, damit mehr Leute in die Möglichkeit kommen, ihrem Hund zu helfen und vor allen Dingen ihren Hund zu verstehen. Das ist die Voraussetzung, denn Verstehen verändert Verhalten und nicht Korrekturen oder Manipulationen oder irgendwas anderes. Verstehe deinen Hund, dann kannst du auch sein Verhalten ändern. In diesem Sinne freue ich mich über Freundschaftsanfragen, teilen, abonniere meinen Kanal auf YouTube, Kanalname heißt Dog Talking und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, mach's gut, tschüss!